Jo, hi und guten Morgen. Willkommen zu Tag 165 von Vlogging the Family. Das Jahr mit der Eisbergsfamilie. Ja, wir haben es Donnerstag, wir haben den 5. Februar. Wir haben es 7 Uhr. Ich sitze schon im Keller. Ich habe mir hier schon den App-Lauf angeguckt, wie er über Nacht gelaufen ist. War offensichtlich okay. Ich muss da jetzt mir die Zahlen nochmal genauer angucken. Ansonsten hatte ich ja heute gesagt, ich versuche mal so wenig wie möglich damit zu tun zu haben. Weil ich A, sonst Amok laufe und B, zu nichts anderem mehr komme. Also nicht mal zu so simplen Dingen wie Rechnung schreiben. Ja, mal gucken, wie weit der Plan trägt. Die Schnuffelmäuse hatten eine extrem ruhige Nacht. Victoria hat sich zweimal gemeldet, wobei wir beim zweiten Mal nicht genau wissen, ob sie wirklich Hunger hatte. Charlotte hat sich nur einmal gemeldet. Ja, alles grün soweit, ne? Ein bisschen kaputt, aber Gott, das hat man für umsonst, ne? Wollen wir mal gucken, wie der Tag so läuft. Ich glaube, die Schnuffels sind alle am Start. Das heißt, wir können frühstücken. Ihr habt euch da wieder schon die Eugänge rieben. Ja. Dabei habt ihr doch so lange geschlafen. Guten Morgen. Halb 8. Wie immer. Morgen, Charlotte. Morgen, Victoria. Na, hast du den Fisch? Und singt er dir was vor? Und du kleiner Schelm hast schon wieder deinen Schnuller ausgespuckt, ne? Kleiner Schelm. Kleiner Schelm. Hast du dich, das von gestern, ne? Als du dich im Auge gekratzt hast. Bist aber auch immer wild. Kleine Süße. Heute pimpt die Mama euer Mittagessen, weil es ja mit dem Kürbis ein bisschen flüssiger wird. Da kriegt er ein paar Flocken rein, weil es gibt kein Fleisch. Und wenn zu viel Kartoffeln drin sind, dann genau, mag deine Schwester ihr Mittagessen nicht so gerne. Ich glaube, dieses Frühstücksupdate hat man noch gar nicht. Birne Lebkuchen. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr lebkuchig. Ja, ich bin schon mal Lebkuchen. Ja, aber ich weiß nicht, also das hatten wir aber noch nicht als aktuelles Frühstücksupdate, weil neben der Johannisbeer-Thymian-Marmelade haben wir nämlich Birne Lebkuchen offen. Die schmeckt sehr, sehr lecker. Und nein, Victoria, du kannst die nicht haben. Du kannst da vielleicht mal dran riechen. Riechen? Riechen? Ja, du wolltest das Glas anlecken, ne? Ja, so sind sie, die beiden. Nee, aber Birne Lebkuchen ist tatsächlich sehr birnig und lebkuchig. Du bist mir eine Maus. Meine Maus. Nein. Nein, nein. Kleine Süße. Nee, 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 nee. Ich kann es nicht verstehen, du bist so leise. Ich krieg's nicht hin, ich komme nicht los davon. Aber ist nicht so schlimm. Was jetzt kommt, ist schon wieder zusätzlicher Aufwand, das heißt, den kann ich wenigstens zusätzlich abrechnen. Aber jetzt unterbreche ich das Ganze erstmal, weil nämlich die Schnuffelmäuse ja gerne was essen wollen. Und sollen. Und ich will sie mal drücken. Freude! Freude! Hast du Hunger? Hast du auch Hunger? Cool, die Arne hat die Lasagneplatten vorbereitet. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Oh, es riecht so lecker. Ja, man könnte den auch so essen. Ja, Muskatkürbis kann man so essen. Der riecht so lecker. Das ist nämlich für Kürbislasagne. Ja. Komm her, Spatz. Hallo. Hallo. Ja, ihr macht euren Mittagsschlaf heute draußen. Ärmchen? Was denn? Nicht die Was Wolle. genau heulst denn? Da wird wer ausgefallen gemacht.
Also, ich kann das erst runterziehen, quasi, wenn der anderen ist. Wenn du nicht immer die Hände so viel einfacher hast. Guck mal hier. Du bist ja ein kleiner Rülpser. Und das riecht nach Apfelsaft. Hast du Apfelsaft getrunken? Nee. Ja, hast du Apfelsaft getrunken? Apfelsaft hat sie auch getrunken. Und außerdem beim Essen Apfelsaft, ne? Ja. Oh, bist du niedlich. Charlotte, lass uns mal fertig werden. Der Papa muss wieder runter. Der muss sowieso noch Kram hier drin. So, Schätzlein. Jetzt bist du dran. Oh, da kriegt man richtig Hunger. Ich glaube, die Anna hat die Lasagne schon am Start. Boah, das riecht so lecker und ich habe schon so einen Hunger. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Eine Wanze auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Wanze. Seht euch mal die Wand an, wie die Wand tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Das ist schon die Füllung. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Da musste ich mir mal ein Auge voll holen. Ja. Hast du lecker gegessen? Hm? Hast du lecker gegessen? Oh, ist ja ein ganz tolles Bäuchlein, wa? Ja. Ah. Mach nochmal. Ja. Ja. Oh, kleine Süße. Dann kann man dich eigentlich auch aus dem Stuhl nehmen und nach oben gehen, ne? Kannst du mal den Ofen auf 200 Grad vorheizen lassen? Hast du gehört? Kann ich den Ofen vorheizen? Mach mal den mal an, wa? Und dann bringen wir mal dich hoch. Na siehst du, gucken wir erst, ob noch was drin ist. Nee, ist nicht. Und haben es eingestellt. Na, dann bringen wir dich mal hoch zu deiner Schwester. Ne? Dann sag schon mal gute Nacht. Nacht. Und dann bringen wir dich hoch. Das sieht ja schon sehr vielversprechend aus. Es riecht auch vielversprechend. Ich weiß, viele Leute denken, Kürbis kann man nicht so essen. Kann man sehr wohl. Das schmeckt total lecker. Ne? Einen der Verwandten oder mehrere, die Melone, essen ja die Leute auch alle roh. Und zum Beispiel der Muskatkürbis. Das schmeckt roh wie Honigmelone. Nicht ganz so süß, sondern ein bisschen mehr nussig. Aber total lecker. Feierabend. Und mal gucken, was wir uns noch alles einfallen lassen. Was verändert, neu dazukommt an Dingen gegen besseren Rat. Also sowohl die Projektmanagerin als auch ich haben von bestimmten Dingen abgeraten, aber
gut, wenn man probieren will, Stochern im Nebel. Ich habe ja schon mehrfach versucht zu erklären, was halt das Positive, natürlich auch das Riskante bei Zufall ist. Beziehungsweise, warum manche Dinge erstmal ein bisschen Zeit brauchen. Wenn man aber die Zeit nicht aufbringen möchte, dann muss man Panik schieben. Ich lasse jetzt diese Panik an mir abprallen. Habe ich beschlossen. Mal gucken, ob es funktioniert. Da sind ja noch ganz viele Lasagneplatten über. Ja. Die kann man ja quasi zum Nachtisch so essen. Oh, süße Lasagne-Drossen. Könnte ich auch noch eine essen. Ich habe noch was. Ein kurzer Zwischenstand. Und ganz wichtig bei der Sache ist, mehr Käse. Ey, viel Käse ist gut. Ey, ganz viel Käse ist ganz gut. Ey, ist ganz viel mehr gut. Viel Füße. Ja. Alter, Lasagne aus der Hölle. Sie blubbert noch. Das ist das Ergebnis. Sieht aus wie richtige Lasagne. Ja, und damit sagen wir tschüss, wir sehen uns morgen. Tschüss, Schnuffel. Hast du lecker gemacht. Es riecht schon lecker. Ja, und die Zutaten sind lecker, also muss lecker schmecken. Also, tschüss.